Eigentlich wäre es doch ganz cool, wenn man ein USB-Mikrofon hätte, mit dem man zu Hause ganz normal per USB Aufnahmen machen kann, vielleicht sogar in Stereo, wo man einen Kopfhörer zum Abhören anklemmen kann, das man vielleicht sogar als Audio-Interface benutzen kann, das man aber gleichzeitig, wenn man unterwegs ist, auch ohne Rechner benutzen kann, mit dem man also coole Aufnahmen auch unterwegs machen kann. Das Ganze so um die 50 € und ordentlich klingen soll es auch noch. Gibt's nicht? Naja, auf dem Neumarkt wahrscheinlich nicht, aber auf dem Gebrauchtmarkt kannst du Glück haben und sowas finden hier. Einen Zoom H2, den alten und ersten erfolgreichen Field Recorder von Zoom. Und wenn die beiden YouTube-Größen Josh Turner und Carson McGee, Link zu den beiden unten in der Videobeschreibung, wenn die beiden es damit hinkriegen, gut klingende Aufnahmen zu machen, dann sollten wir das doch auch schaffen, ne? Challenge accepted. Wir machen heute mal eine Singer-Songwriter-Aufnahme mit dem Zoom H2 und ich zeige dir genau, wie ich es aufgenommen habe und vor allem, wie ich es abgemischt habe, damit es auch ordentlich klingt. Das Ganze mit Bordmitteln und wenn du dich dafür interessierst, dann bist du hier genau richtig. Ich bin Jonas vom Recording Blog und los geht's. Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Video im Recording-Blog, meinem Kanal, in dem ich dir mit meinen Tipps und Tricks dabei helfen möchte, dafür zu sorgen, dass deine Musik demnächst genauso gut klingt wie die Großen im Radio. Und heute reden wir mal nicht über die Großen im Radio, sondern über einen großen Kleinen im Hardware-Zirkus. Der H2, heute noch gebraucht bei eBay, gut zu kriegen für knapp um die 50 €, war seinerzeit, als er rauskam, eine kleine Revolution. So ein kleines Gerät, kleiner als eine Hand, aber schafft es tatsächlich, hochwertige Aufnahmen abzuliefern. Viele Journalisten waren damit unterwegs und haben plötzlich da ihre Aufnahmen mitgemacht, gut klingende Aufnahmen, die man dann später in Interviews formen konnte. Aber auch viele Singer-Songwriter haben sich das gekauft, dieses Gerät, um damit unterwegs Aufnahmen zu machen und die klangen nicht immer schlecht. So bin ich letztendlich auch auf das Gerät dann aufmerksam geworden, denn mich schrieb jemand aus der Recording-Blog-Familie an, verwies mich auf ein Video von Josh Turner. Wie gesagt, Link unten in der Videobeschreibung. Schau dir die Musik von Josh und seinem Kumpel Carson durchaus mal an. Es lohnt sich wirklich, da reinzuschauen. Ganz tolle Sachen, die die machen. Und die nehmen eben mit einem H2 auf. Die beiden nur davor, Gitarre davor, der H2 davor und ab dafür. Und zwar bis heute. Heute ist 2020 und es gibt neuere Geräte, aber die beiden nutzen immer noch den H2. Warum? Weil er wahrscheinlich ordentlich klingt und das kann ich auch bestätigen. Man kann damit wirklich gute Aufnahmen machen. Und neben dieser Field Recorder-Tätigkeit, also unterwegs damit aufnehmen zu können, hat er halt noch ein USB-Audio-Interface eingebaut. Mit anderen Worten, wenn du das Gerät per Kabel, mit so einem handelsüblichen Kabel hier, zu Hause an deinen Rechner anschließt, dann hast du gleichzeitig auch ein Stereo-Mikrofon, mit dem du Aufnahmen direkt in deine DAW reinmachen kannst. Und das wollen wir heute auch mal machen. Ich habe es ja gerade schon gesagt, Challenge accepted. Wir machen heute mal eine Singer-Songwriter-Aufnahme, also gleichzeitig Gitarre, Gesang aufnehmen. Das kann man hiermit ganz wunderbar machen. Und wir bearbeiten das Ganze dann in der DAW nach. Ich zeige dir dann, mit welchen Stock-Plugins, also mit welchen mitgelieferten Plugins ich das wie bearbeitet habe, damit es ordentlich klingt. Also die Aufnahme, die Grundaufnahme ist schon mal gut, aber man kann es ja noch ein bisschen polieren. Und jetzt gucken wir erstmal in die Aufnahme, ne? Also wie gesagt, USB-Kabel ist direkt an meinen Rechner angeklemmt. Mit anderen Worten, wir müssen jetzt im Prinzip das Kabel hier erstmal reinstecken und schon passiert Folgendes, wenn man das Kabel reinsteckt, das Gerät startet mal. Ich gucke mal hier, ob man das einfangen kann hier. Ich hoffe, dass du das einigermaßen erkennen kannst, was hier steht. Als erstes muss man mal auswählen, ob man hier das Gerät als USB-Interface oder als Speicherkartenleser benutzen möchte. Wir benutzen das mal als Audio-Interface. Ne? Dazu klicke ich hier als erstes mal weiter und bestätige das Ganze dann mit der Karte. Jetzt muss ich noch ungefähr auswählen, welche Sample-Frequenz ich haben will. Ich will 44 kHz haben, kann hier also auf Weiter klicken und schon wird das Ganze als Audio-Interface eingerichtet und sollte jetzt in meinem Rechner schon zu sehen sein. Also gucken wir mal. Ah, es verbindet hier schon. Und schon, zack, kannst du erkennen, da ist das H2. Jetzt muss ich das noch montieren, hier auf dem Mikrofonstativ. Das Blöde ist jetzt nur, dass der Anschluss, der hier unten dran ist, dass das ein kleines Gewinde ist hier, was in normalerweise in einem, ich gehe mal ein bisschen näher ran hier, was normalerweise in einem Fotostativ zu finden ist, ein 3/8 Zoll. Da gibt es aber solche Adapter hier im Fotohandel. Kann man die kaufen, wenn du also ein Mikrofonstativ nutzen willst, dann schraubst du es einfach unten dran und damit ist das Ganze dann auch schon kompatibel mit einem normalen Mikrofonständer. Da schrauben wir das jetzt mal drauf. So, mal kurz gucken, dass wir hier mit einer Hand das hinkriegen irgendwie und ich schraube den H2 jetzt mal davor. Wenn du die Aufnahmen machen möchtest mit so einem Field Recorder, lohnt es sich, ein paar Testaufnahmen auf jeden Fall zu machen, um zu gucken, dass du auch weißt, wie das Verhältnis zwischen Stimme und in dem Fall jetzt zum Beispiel Gitarre ist, damit du sicherstellen kannst, dass da die richtige Position gefunden ist. Ist aber nicht so aufwendig. Einfach mal ein, zwei Testaufnahmen machen und gucken, ob du es ein bisschen höher, ein bisschen tiefer stellst oder ob du es vielleicht ein bisschen näher oder ein bisschen weiter weg von der Gitarre zum Beispiel stellen möchtest. Hier ist meine Gitarre. Ich gucke mal, ob die Aufnahme schon startklar ist hier im Rechner.
Ja, das sieht gut aus. Wir schalten mal hier an und haben auch schon ein Signal. Zack. Und dann würde ich sagen, nehmen wir mal einen Song auf, den ich für meinen Sohn Jonathan geschrieben habe. Der kleine Johnny. Und ich starte mal die Aufnahme. Und aus der Aufnahme gehen wir dann gleich direkt rein in die DAW, wo ich dir dann zeige, wie ich das Ganze nachbearbeite und was dann dabei tatsächlich rausgekommen ist. Das wird jetzt wirklich spannend. Aber jetzt erstmal viel Spaß mit dem kleinen Johnny-Mann. Nochmal. Puh. Es war einmal ein kleiner Johnny-Mann, der schaute sich die Welt von unten an. Dann lachte er sich zwei und dachte sich dabei, ich bin ein kleiner, feiner Johnny-Mann. Es war einmal ein kleiner Johnny-Mann, die Augen blau und lustig, Mann, oh Mann. Die Beine strampeln froh, die Augen lachen sowieso, so wie es nur der kleine Johnny kann. Der Johnny war wie ich und war wie du, mal fröhlich, traurig und mal Schubidu. Doch auch wenn er mal weint, dacht er bei sich, so scheint's, ich bin ein kleiner, feiner Johnny-Mann. So, da sind wir schon in der Session und wie du hier sehen kannst, habe ich mich mit einer Aufnahme nicht zufrieden gegeben. Ich hatte das ganze Ding aufgenommen und habe gedacht, ach komm, nimm doch noch zwei Chorstimmen auf. Habe einfach nochmal das ganze Setup so stehen lassen und habe einfach da, wo ich gesessen habe, nochmal zwei Chorstimmen aufgenommen. Einfach auch mal zu zeigen, dass man damit auch Gesang durchaus noch mit aufnehmen kann. Und das sind die beiden Stimmen, die hier jetzt gerade ausgegraut sind. Wir gucken also als erstes jetzt erstmal auf die Hauptaufnahme, wie ich die ein bisschen verfeinert habe und ein bisschen verbessert habe. Das Ganze mit Stock-Plugins, also die Plugins, die bei Logic mitgeliefert sind und deine DAW, wenn sie nicht Logic ist, hat sicherlich auch ganz normale solche Plugins mit an Bord. Sollte also für dich auf jeden Fall auch nachvollziehbar sein. Wenn du das fertige Endprodukt übrigens hören willst, den kompletten Song fertig gemischt, gibt es dann bei mir im Recording-Blog im Artikel zu diesem Video. Da gibt es immer einen Artikel, den du da findest und da kannst du dir den Song dann im fertigen Mix dann einmal komplett anhören. Jetzt nur so viel, wir gucken mal drauf, wie ich das Ganze mit Stock-Plugins gemischt habe und als Ear-Candy, als Ohren-Zuckerli am Schluss, gucken wir auch nochmal, wie du hier schon sehen kannst, habe ich hier noch ein paar exponierte, etwas teurere Plugins vorbereitet, die wir uns hinterher dann nochmal anhören und dann nochmal gucken, wie es dann mit Third-Party-Plugins, wie es so schön heißt, wie es dann damit klingt. Hier das Capital Chambers, die Ocean Waves Studios, eine Raumsimulation, den Shadow Hills Kompressor, Blackbox, dann ein Ampex Tape-Simulation und von Precision von der UAD noch den Limiter. Das aber nur ganz am Schluss nochmal als Gimmick oben drauf. Jetzt gucken wir erstmal, wie man das mit Brot- und Butter-Plugins hinkriegt. Klingt nämlich auch gut und ist auch klasse. Deswegen, also es muss nicht immer das teure Zeug sein. Ich wollte nur am Schluss nochmal zeigen, wie es dann damit auch klingt. Also gucken wir als erstes mal rein. Die Originalaufnahme klingt im Moment so. Und ich habe jetzt im Moment nur den Limiter drauf, das aber nur, um es laut zu machen, damit du es auch ordentlich hören kannst. Ne? Also, hören wir mal rein. Es war einmal ein kleiner Johnny-Mann, der schaute sich die Welt von unten an. Dann lachte er sich zwei und dachte sich dabei, ich bin ein kleiner, feiner Johnny-Mann. Ja, also man kann durchaus alles verstehen. Die Position habe ich also anscheinend richtig gewählt vom Mikrofon vor der Gitarre, sodass man die Vocals ganz gut hören kann, also den Gesang gut hören kann und die Gitarre dagegen nicht untergeht. Jetzt kann man das Ganze noch ein kleines bisschen verfeinern. Das habe ich natürlich dann auch gemacht. Als erstes habe ich mir mal einen ganz normalen Kompressor genommen, der bei Logic mit dabei geliefert ist. Den habe ich original komplett in der Originaleinstellung gelassen, also genau so gelassen, wie er hier im Prinzip in der Standardeinstellung kommt. Habe also nur am Threshold hier gedreht und dafür gesorgt, dass er so 1-2 dB die Pegelspitzen rausnimmt. Der soll also nicht großartig Sound machen oder sonst was irgendwie. Der soll einfach nur so die Pegelspitzen ein bisschen rausnehmen, um ein bisschen die Dynamik anzugleichen. Und das Gleiche, das Ganze hören wir uns einfach mal an. Ja, das klingt so. Es war einmal ein kleiner Johnny-Mann, der schaute sich die Welt von unten an.
Dann lachte er sich zwei. Ne? Da siehst du, dass er einfach nur so 1-2 dB dabei rausnimmt und das Ganze ein kleines bisschen gleichmäßiger gestaltet. Dann kommt nicht ein einziges weiteres Plugin dahinter. Wirst du dich sicherlich fragen, warum ist denn das so? Ganz einfach, ich habe gedacht, ich bearbeite alle drei Signale, die ich habe, also das Hauptsignal mit der Gitarre und dem Gesang und die beiden Chorstimmen zusammen auf einem Bus. Die kommen ja aus demselben Gerät, dann kann ich sie auch zusammen bearbeiten, bevor ich auf jeden Kanal die gleichen Plugins draufpacke, kann ich die auch gleich zusammen bearbeiten. Und das habe ich dann gemacht. Ich habe also hier per Send einfach das Ganze per Ausgang an den Bus 3 geschickt und der Ausgang für Bus 3 kommt dann hier an, da ist der Bus 3 und da sind jetzt die Plugins, mit denen ich nachbearbeitet habe. Drei Equalizer, mit denen ich gearbeitet habe, ein De-Esser und ein Kompressor. Warum drei Equalizer? Na, Trick 17, das schauen wir uns jetzt mal genau an. Also als erstes habe ich einen ganz normalen Equalizer genommen, der ein kleines bisschen aufräumen soll und ein kleines bisschen mehr Höhen hinzufügen soll. Das kannst du ja auch sehen, ich mache den mal an, dann siehst du, dass der hier ungefähr bei 300 Hertz und bei 500 Hertz ein bisschen was rausnimmt. Wenn du dich genau für die Einstellung interessierst, dann drück gerne mal auf Pause und guckst dir mal genau an. Dann kann ich das mal hier so stehen lassen, guckst du mal genau drauf. Jetzt nur so viel, der räumt hier ein kleines bisschen in den Mitten rund um 300-400 Hertz auf und gibt noch ein kleines bisschen Höhen hinten drauf. Das Ganze sorgt dann dafür, dass es sofort deutlich gefälliger klingt. Also, machen wir mal aus und an. Es war einmal ein kleiner Johnny-Mann, der schaute sich die Welt von unten an. Dann lachte er sich zwei und dachte sich dabei, ich bin ein kleiner, feiner Johnny-Mann. Es wird ein kleines bisschen heller und es wird in den Mitten ein kleines bisschen aufgeräumter. Ich habe die Höhen, glaube ich, sogar ein kleines bisschen zu viel angehoben. Ich nehme mal noch ein bisschen raus hier. Dann machen wir noch nicht plus 1,4, weil das schon bei 6,5 Kilohertz losgeht. Dann hebt er natürlich hinten raus ordentlich an. Machen wir mal nur 0,5, damit es nicht ganz so spitz wird an dieser Stelle. Ne? Nochmal den AB-Vergleich. Es war ohne. Einmal ein kleiner Johnny-Mann, der schaute sich die Welt von unten an. Ne, du hörst schon, die Sibilanzen kommen ein kleines bisschen raus, es wird ein bisschen heller, aber da kümmern wir uns dann gleich um die Sibilanzen nochmal, um die S-Laute, also um die Spitzenlaute, die dadurch dann nach vorne geholt werden. Das ist also ein ganz normaler Equalizer, der ein bisschen aufräumt. Als nächstes ein weiterer Equalizer, der jetzt gar nicht so spektakulär aussieht, irgendwie nur ein Low-Cut hier, der schon ein bisschen höher ansetzt bei 150 Hertz und ein bisschen Höhenanhebung. Hast du doch gerade schon gemacht, Höhen angehoben. Was ist denn jetzt hier der Trick? Ganz einfach, dieser Equalizer ist auf Side-Only eingestellt. Das heißt, der bearbeitet nur das Seitensignal. Es gibt ja ein Stereosignal, was aus links rechts besteht und man kann es aber auch aufsplitten in Mitte und Seitenanteil. Und wir haben ja hier eine Stereoaufnahme, also kann ich natürlich auch Mitte und Seite getrennt voneinander bearbeiten. Falls du nicht weißt, wovon ich rede, kann ich dir hier mal ein Video verlinken. Da habe ich neulich auch schon mal über Mitte und Seite geredet und ein kleines bisschen mehr erklärt. Jetzt nur so viel. Ich habe im Seitensignal hier die Bässe abgesenkt mit einem Low-Cut, abgesenkt, also abgeschnitten quasi und die Höhen ein bisschen angehoben. Das hat den Effekt, dass das Signal insgesamt ein kleines bisschen breiter wirkt. Und das ist ein schöner Effekt, der hinzukommt, gerade wenn man so eine Stereoaufnahme hat, wo der Sänger in der Mitte sitzt und auf den Seiten ja auch ein bisschen was aufgefangen wird. Machen wir mal aus und an. Es war einmal ein kleiner Johnny-Mann, der schaute sich die Welt von unten an. Dann lachte er sich zwei und dachte sich dabei, ich bin ein kleiner... Ein subtiler Effekt, aber der sorgt auf jeden Fall dafür, dass es ein kleines bisschen heller wird. So, kommen wir mal auf den nächsten Equalizer. Der nächste Equalizer ist dann im Gegensatz zu dem Equalizer, den wir gerade hatten, auf die Mitten eingestellt, auf den Mittenanteil. Nicht die Mitten im Frequenzspektrum, sondern auf den Mittenanteil. Moment, ich muss mal kurz husten. So, da ist er wieder. Also wir reden jetzt hier über einen Equalizer, der nur den Mittenanteil von unserem Stereosignal bearbeitet. Ist auch hier eingestellt und falls du das noch nicht wusstest, aber Logic-User bist, bei einem Equalizer von Logic, bei einem Standard-Equalizer kann man einstellen, ob der die Stereosignal, das komplette Stereosignal bearbeiten soll, nur links, nur rechts, die Mitte oder die Seite und hier in diesem Fall habe ich den jetzt auf Mitte eingestellt. Was macht er im Mittensignal? Also wir haben ja gerade beim Seitensignal haben wir ja die Höhen ein bisschen angehoben und die Bässe abgeschnitten, was ein bisschen breiter machen soll. Und hier senke ich jetzt nochmal im Mittenanteil, senke ich ein kleines bisschen mit 300-400 Hertz nochmal ab, um nochmal ein bisschen mehr Klarheit reinzubringen und hebe trotzdem nochmal hier im Bereich der Sprachverständlichkeit bei ungefähr 3 Kilohertz an. Das sorgt dafür, dass die Stimme noch ein kleines bisschen mehr gegen die Gitarre rauskommt. Machen wir mal aus und an. Es war einmal ein kleiner Johnny-Mann, der schaute sich die Welt von unten an. Dann lachte er sich zwei und dachte sich dabei, ich bin ein kleiner, feiner Johnny-Mann.
Es war einmal ein kleiner Johnny-Mann. Die Augen blau. Ne, die Stimme kommt jetzt besser raus und die Gitarre ist ein kleines bisschen dagegen noch versetzt. Mit anderen Worten, wir haben ein kleines bisschen aufgeräumt mit den ganzen drei Equalizern, die wir jetzt genutzt haben. Jetzt kommt ein De-Esser, der Standard-De-Esser, der die S-Laute ein kleines bisschen abfangen soll, die jetzt vielleicht durch die Höhenanhebung ein kleines bisschen zu viel nach rausgekommen sind. Also De-Esser einfach kurz eingestellt hier und draufgepackt. Es war einmal ein kleiner Johnny Mann. Jetzt mit dem Threshold noch ein bisschen spielen, gucken, wie die S-Laute reagieren. Gucken, dass es nicht lispelt. Dann lachte er sich zwei und dachte sich dabei, ich bin ein kleiner, feiner Johnny-Mann. So können wir es ungefähr lassen. Also De-Esser draufgepackt, um die S-Laute ein kleines bisschen abzufangen. Dann nochmal ein Kompressor, wo jetzt das schöne Signal quasi fertig ist. Können wir jetzt nochmal mit einem Kompressor nochmal so kleine Pegelspitzen abfangen. Dadurch, dass wir hier einen Singer-Songwriter aber am Start haben, müssen wir jetzt nicht großartig die hochkomprimierten Geschichten machen, die man sonst vielleicht bei einem Popsong machen würde oder so, sondern wir komprimieren einfach noch mal ein kleines bisschen die Spitzen weg und übergeben das Ganze dann an den Masterbus, wo dann der Limiter ist, um das Ganze laut zu machen. Also Kompressor, wieder komplette Standardeinstellung und nur mit dem Threshold so eingestellt hier, dass er wiederum ungefähr so 2-3 dB abfängt. Also wirklich nicht viel, hier nicht notwendig bei Singer-Songwriter, bei Popmusik sicherlich ein bisschen mehr, aber gucken wir mal, was dieser Kompressor macht. Es war einmal ein kleiner Johnny-Mann, der schaute sich die Welt von unten an. Es wird ein bisschen lauter, wenn du dich darüber wunderst, wird ein bisschen lauter, weil der hier auf Auto-Gain steht. Ne? Deswegen regelt er das, was hier verloren geht durch den Kompressor, regelt er automatisch wieder dazu. Deswegen wirkt es insgesamt ein bisschen lauter, um das hier aufzufangen, was er hier komprimiert. Die Augen blau und lustig, Mann oh Mann. Beine strampeln froh, die Augen lachen sowieso, so wie es nur der kleine Johnny kann. Also, soweit so gut. Wir haben drei Equalizer benutzt, um das Signal ein bisschen zu färben, ein bisschen zu formen und die Stimme ein kleines bisschen nach vorne zu holen. Wir haben einen De-Esser, um die S-Laute abzufangen und hier jetzt nochmal mit dem Kompressor ein bisschen komprimiert. Also kein Hexenwerk, sondern tatsächlich, ich will es jetzt nicht kleinreden. Vielleicht hast du Schwierigkeiten, das zu hören. Das will ich gar nicht kleinreden, aber es sind wirklich nur so kleine Tweaks, die dafür sorgen, dass das Signal dann deutlich besser klingt, aufgeräumter, klarer und vielleicht habe ich dir ja für deinen Geschmack auch ein bisschen zu viel mitten reingedreht. Das kann ja durchaus so sein. Jeder hat ja so sein eigenes Gehör, seinen eigenen Geschmack. Aber du siehst, es sind nur kleine Tweaks notwendig, um dieses wirklich ordentliche Ausgangssignal noch ein kleines bisschen schöner zu färben. Und damit wäre die Kette im Prinzip schon fertig und wir haben mit Stock Plugins das Originalsignal verschönert. Wir wenden uns jetzt aber natürlich noch der Räumlichkeit zu, die ich da hinzugefügt habe. Ich habe nämlich hier noch zwei Hall-Effekte dazu gepackt. Einmal den Space Dimension in einer Einstellung, wo er ein bisschen mehr Hall macht und einen Space Dimension, der dann mitgeliefert ist. Das ist so ein Impulshall, der bei Logic mitgeliefert ist. Bei deiner DRW wird sicherlich auch einer dabei sein, der ein bisschen Rauminformationen macht. Und du siehst darüber schon die Drittparty, die Dritthersteller-Plugins, die ich darüber geladen habe, die Capital Chambers und das Oceanway Studios, die machen das Gleiche, nur auf einem anderen Niveau und vielleicht mit einer anderen Klangcharakteristik. Jetzt nur so viel. Die beiden habe ich dann entsprechend noch dazu geregelt und jetzt klingt es ohne und mit. Ich mache mal den Hall erst aus und dann gebe ich das mal dazu. Dann kannst du mal hören, was das ungefähr ausmacht. Es war einmal ein kleiner Johnny-Mann, der schaute sich die Welt von unten an. Dann lachte er sich zwei und dachte sich dabei, ein bisschen viel sogar, ne? Ich bin ein kleiner, feiner Johnny-Mann. Oh, ein bisschen weniger machen, ne? Es war einmal ein kleiner Johnny-Mann. Nochmal aus. Die Augen blau und lustig, Mann, oh Mann. Die Beine strampeln froh. Und du merkst, wenn man es direkt in den Raum reinstellt und in die Kammer reinstellt, also ein kleines bisschen Raum und ein bisschen Kammer dazu gibt, dann kriegt es sofort so eine Dreidimensionalität und ein bisschen Tiefe. Und mit anderen Worten, jetzt wäre das Signal soweit fertig. Wir können also die Chorstimmen hinzufügen. Machen wir auch mal eben. Die beiden Chorstimmen habe ich jetzt hier schon mal vorbereitet und habe die schon ausgepegelt, ein bisschen leiser gemacht hier an dieser Stelle und ein kleines bisschen nach links und rechts gepannt. Ansonsten das gleiche Spiel wie im Prinzip bei der Hauptstimme. Ich habe also nur einen Kompressor draufgepackt, der in der gleichen Einstellung wie bei dem Hauptsignal ist. Der soll also wirklich da auch nur die Pegelspitzen abfangen. Habe hier den Threshold passend eingestellt. Das gucken wir uns jetzt nicht mal en Detail an, sondern ich mache die Kompressoren einfach mal an und gebe dann mal die Chorstimmen hinzu. Mal gucken, wie es dir gefällt.
Ach so, komm, ich mache direkt noch den Hall und den Raum da drauf, damit wir es direkt fertig hören können. Also, ohne Chorstimmen und dann mit. Es war einmal ein kleiner Johnny-Mann, der schaute sich die Welt von unten an. Dann lachte er sich zwei und dachte sich dabei, ich bin ein kleiner, feiner Johnny-Mann. Es war einmal ein kleiner Johnny-Mann, die Augen blau und lustig, Mann, oh Mann. Ich find's wirklich zauberhaft, wunderbar. Also, du siehst, mit geringen Mitteln und ein kleines bisschen Raum, Hall und Kompressor-Equalizer kann man dafür sorgen, dass das Signal direkt nach einem echten Singer-Songwriter-Song klickt. So, ich habe dir ja noch versprochen, wir hören uns das Ganze nochmal mit Dritt-Plugins an. Machen wir also mal hier die beiden Space Dimensions aus. Und machen wir, die lassen wir alle an hier. Also wir lassen die komplette Bearbeitung hier auf dem Bus lassen wir an. Aber wir schalten mal hier den Limiter aus und machen mal die drei hier an. Nee, ich mache sie erst aus und dann können wir mal hören. Also als erstes ohne und dann schalte ich sie mal Stück für Stück dazu. Und du kannst mal entscheiden, was dir besser gefällt. Es war einmal ein kleiner Johnny-Mann, der schaute sich die Welt von unten an. Dann lachte er sich zwei und dachte sich dabei, ich bin ein kleiner, feiner Johnny-Mann. Es war einmal ein kleiner Johnny-Mann, die Augen blau und lustig, Mann, oh Mann. Die Beine strampeln vor, die Augen lachen sowieso, so wie es nur der kleine Johnny kann. Noch einmal ohne und mit. Johnny war wie ich und war wie du, mal fröhlich, traurig und mal schubidu. Doch auch wenn er mal weint, dacht er bei sich, so scheint's, ich bin ein kleiner, feiner Johnny-Mann. Und so kann man mit ein kleines bisschen Magie so eine Aufnahme, die man mit einem ganz normalen Zoom H2 gemacht hat, ein bisschen aufpimpen und dafür sorgen, dass man damit eine ordentliche Aufnahme kriegt. Klingt so ein kleines bisschen wie Josh Turner. Wie gesagt, empfohlen reinzuhören. Wenn dir dieses Video gefallen haben sollte, dann zeig es mir über einen Daumen nach oben. Wenn es dir nicht gefallen haben sollte, dann zeig es mir einfach über zweimal einen Klick auf Daumen nach unten und hier auf das nächste Video. Aber wir gehen jetzt mal raus aus diesem Video. Du guckst dir noch ein bisschen was an in meinem Kanal oder wir sehen uns nächste Woche zu einem weiteren Video im Recording-Blog. Und bis dahin wünsche ich dir vom Guten nur das Beste. Mach's gut und Yassou!